Ja, wir haben es eben schon in der Einleitung gehört. Vor zwei Wochen hat Pfarrer Bohnen ja etwas über die Charismen erzählt und da ganz besonders über die Lebensübergabe. Und ich habe mich da wieder dran erinnert, ja, wie war das denn bei meiner Lebensübergabe? Als ich Jesus hier während des Leben im Geistseminars mein Leben übergeben habe. Dieses Leben im Geistseminar war vom 29. bis 31. Januar 2021, das weiß ich noch ganz genau. Ich hatte noch nie an einem Leben im Geistseminar teilgenommen und ja, ich habe gedacht, kannst du dir ja mal anhören, was da so erzählt wird. Ich war neugierig, ich war wissbegierig. Ich war auch ein bisschen unsicher, gebe ich ganz ehrlich zu, was da so alles passiert und was da eventuell auch mit mir passiert. Und dann ist an dem Samstag, an dem zweiten Tag, ist über die Lebensübergabe erzählt worden und abends hatten wir dann die Möglichkeit, hier die Teilnehmer in der Kirche eine Lebensübergabe zu machen, entweder laut oder auch leise, jeder für sich. Und ich habe so den ganzen Tag darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, ich habe doch eigentlich mein Leben schon ganz oft Jesus übergeben. Als ich mich als Erwachsene, um das Sakrament der Firmung gebeten habe, das war halt nicht als Jugendliche, wo man so mit einem großen Schwung aus der Klasse halt zur Firmung geht, sondern das war ganz bewusst als Erwachsene schon mit meinem Mann zusammen damals. Und dann habe ich gedacht, ja, durch die ganzen Ehrenämter, die ich so in meiner Heimatgemeinde gemacht habe über all die Jahre, da habe ich ja schon ganz viel auch drüber erzählt, da habe ich doch eigentlich schon indirekt, habe ich Jesus doch mein Leben übergeben. Sonst hätte ich doch gar nicht, wenn ich Jesus nicht im Herzen hätte, diese ganzen Aufgaben bewältigen können. Und dann habe ich aber so gedacht, ja, das war alles nur indirekt. Das war nicht so direkt. Wenn man jemanden liebt, wenn man in einer Liebesbeziehung ist, dann muss man ja auch mal laut aussagen, dass man jemanden aussprechen, dass man den anderen liebt. Und Jesus hat mir das schon ganz oft gesagt und gezeigt. Jedes Mal in der Beichte, wenn er mir vergibt, wenn ich die Absolution bekomme, dann zeigt er mir, dass er mich liebt. Oder in der Eucharistie, in der Heiligen Messe, in der Eucharistie, wenn er mich stärkt. Oder auch hier in der Anbetung, wenn ich immer hier hinkommen darf, wenn ich auch in Giesenkirchen die Anbetung mache. Wenn ich in seiner Nähe sein darf und wenn ich ihn sehen darf und ihm alles sagen darf, laut oder leise. Und wenn das so selbstverständlich ist, dass Jesus mir seine Liebe zeigt mit all meinen Fehlern und mit all meinen Unzulänglichkeiten, die ich habe, dann habe ich gedacht, dann gehört das auch auf jeden Fall dazu, dass ich ihm auch meine Liebe zeige und auch sage, deutlich und laut sage und natürlich nicht nur so irgendwelche Worte daherplappere, sondern dass das auch aus dem Herzen kommt und dass ich das auch wirklich ehrlich meine. Und darum ist es mir auch an diesem besagten 30. Januar nicht schwer gefallen, das zu sagen, mich vor Jesus hier hinzuknien. Und ich fand auch gut, dass ich hier nicht alleine war, sondern dass, klar, Jesus war da, aber dass ich die anderen Menschen, die anderen Mitbeter, die anderen Seminarteilnehmer, die hier in der Kirche auch dabei waren, praktisch im Rücken hatte und dass ich auch immer weiß, dass ich nicht alleine bin, sondern dass ich immer ganz viele Mitbeter habe
Und ich weiß auch, dass Pfarrer Bohn und Pfarrer Wieners hier oben gesessen haben. Also ich war praktisch umgeben ja, von ganz vielen lieben Menschen, die mich auch auf dem Glaubensweg begleiten. Und so habe ich Jesus praktisch sagen können, dass ich ihn liebe, dass er mein Lebensmittelpunkt ist und das Zentrum meines Lebens und dass ich wirklich glücklich und dankbar bin, dass ich glauben darf, dass Jesus meinem Leben einen Sinn gibt. Und ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich das sage, dass eventuell mein Mann eifersüchtig sein könnte oder meine Kinder, weil ich weiß, wenn ich Jesus mein Leben übergebe, dass ich dann auch direkt für meine Familie mitspreche. Und das hat mich, also an dem Abend fand ich das total schön schon mal, aber da habe ich jetzt noch nicht direkt so auf Anhieb einen Unterschied gesehen zu Samstagnachmittag zum Beispiel. Das habe ich erst so in den Wochen danach irgendwie gespürt, dass ich dadurch, dass ich Jesus mein Leben übergeben habe, dass Jesus praktisch der Wichtigste ist für mich, dass mich das sehr entlastet hat, dass ich irgendwie zwar auf der einen Seite natürlich nicht sagen darf, ich kann mich jetzt faul zurücklehnen, Jesus wird schon irgendwie alles so hinkriegen und irgendwie alles machen, weil ich natürlich auch eine Verantwortung habe, Jesus zu bezeugen und seine Botschaft in meine Familie, in meine Gemeinde, an meinen Arbeitsplatz überall hinzubringen. Also nicht faul zurücklehnen, aber es hat mich entlastet. Ich bin irgendwie ein bisschen, ich hoffe, dass hier zumindest gelassener geworden. Ich habe mir vorher immer ganz viele Sorgen gemacht, Sorgen auch um meine Familie, um meine Kinder, Sorgen um deren Zukunft. Mein ältester Sohn war in der Zeit, hat er eine Arbeitsstelle gesucht, nach dem Studium überall nur Absagen bekommen und ganz viele Wochen und Monate Arbeit gesucht und hat gesagt, Mama, das ist irgendwie eine brotlose Kunst, die ich jetzt da studiert habe und keiner will mich und das hat mich auch sehr belastet. Und dann hat Pfarrer Bohnen zum Beispiel gesagt, ja, wir müssen jetzt vertrauen und wir müssen beten. Und ich habe Jesus mein Leben übergeben. Ich habe mich auch der Mutter Maria anvertraut und habe gesagt, Maria, du bist auch Mutter, du hast auch Sorgen um deinen Sohn gehabt. Habe immer wieder gebetet und gebetet und gebetet und habe nur gedacht, hoffentlich musst du nicht so lange beten wie die heilige Monika. 30 Jahre wollte ich jetzt nicht auf irgendwie einen Erfolg warten. Aber es hat sich dann wirklich alles zum Guten gewandt. Mario hat mittlerweile eine gute Arbeitsstelle gefunden, die ihn auch mit Sinn erfüllt. Und ja, als Mutter hat man halt immer Sorgen um seine Kinder und ich kann diese Sorge aber jetzt abgeben. Ich kann auf Jesus vertrauen und ich weiß, dass Jesus bei meinen Kindern, bei meiner Familie und bei allen Menschen, die mir wichtig sind, wenn ich bete, dass auch irgendwas zum Guten passiert. Trotzdem vergesse ich das manchmal, dass ich Jesus mein Leben übergeben habe und dass ich vertrauen darf und alles in seine Hände legen darf. Manchmal kriege ich trotzdem noch mal so kleine Panikattacken, wenn irgendwie ganz viel Arbeit auf mich zukommt oder dann denke ich halt immer noch mal so, also dann bin ich halt doch noch mal manchmal mehr im Weltlichen als im Spirituellen. Ich versuche aber immer wieder jeden Tag, also ich versuche immer wieder jeden Tag Jesus mein Leben zu übergeben. Natürlich nicht so, also so schön, wie das hier an dem 30.01. war, aber jeden Tag mit einem Kreuzzeichen, mit einem Gebet den Tag zu beginnen, regelmäßige Gebetszeiten einzuhalten, abends mit einem Gebet und mit dem Kreuzzeichen und mit ganz viel Dank den Tag zu beenden.
Und wie hat die Lebensübergabe noch mein Leben verändert? Wenn ich auf Jesus vertraue, dann brauche ich diesen ganzen weltlichen Schnickschnack nicht so richtig. Also den brauche ich eigentlich gar nicht. Also wenn andere damit angeben, dass sie jetzt wieder ein neues Auto haben oder ein tolles Haus oder zum 5. Mal dieses Jahr in Urlaub fahren oder so, das sagt mir alles nichts mehr. Also das Auto ist alt, mir ist das egal, Hauptsache es fährt. Der Quatsch, der manchmal im Fernsehen kommt, darauf kann ich auch verzichten. Ich bin lieber hier bei Jesus. Mir ist auch schon ganz viel von vielen Seiten gesagt worden, ach du immer mit deiner Anbetung, lass das doch Freitag sein, du bist doch jetzt gar nicht mehr im Selfkant, du bist doch jetzt woanders und du brauchst das doch eigentlich gar nicht mehr. Und Menschen, die versuchen, mich aus Süsterseel fernzuhalten oder hier von Jesus fernzuhalten, und dann sage ich immer, nee, ich brauche das hier. Und ich vermisse nichts, ich vermisse kein Fernsehprogramm oder irgendwelchen Quatsch, den man sonst vielleicht freitagsabends machen kann. Ich möchte hier sein. Und ja, zum Schluss möchte ich noch, bei diesem Leben im Geistseminar wurde auch auf die Geisttaufe hingewiesen. Ich glaube, das hat Pfarrer Boden auch davor gesagt. Da habe ich auch ein bisschen Bedenken gehabt und habe gedacht, was mag jetzt da passieren, wenn man die Hände aufgelegt bekommt und wenn um den Heiligen Geist gebeten wird. Aber ich muss, und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, wovor hast du denn Angst? Vor dem Heiligen Geist, vor dem brauchst du doch keine Angst zu haben. Und da muss ich auch sagen, immer wenn ich irgendwie vor einer besonderen Herausforderung stehe, wenn ich zum Beispiel zu einem Sterbenden gerufen werde oder zu einer trauernden Familie oder sonst irgendwie vor einer besonderen Herausforderung, dann bitte ich auch immer den Heiligen Geist um Hilfe. Dann bete ich immer, bitte Heiliger Geist, komm jetzt und hilf mir irgendwie, geh da jetzt mit mir hin. Und dann klappt das auch wirklich immer. Bisher bin ich mit dem Heiligen Geist zusammen da in diese Situation gegangen und bin immer irgendwie gut, sag ich mal, da durchgekommen. War da nie irgendwie verzweifelt oder so, wusste immer so, was ich dann in der Situation auch machen musste und sagen sollte, weil ich wusste, der Heilige Geist war jetzt wirklich da. Also das stimmt wirklich, der Heilige Geist kommt. Immer wenn man ihn um Hilfe ruft, dann ist er da. Und ganz zum Schluss möchte ich noch kurz erzählen, was mir jetzt nochmal dass man auf das Weltliche wirklich verzichten kann, wenn man Jesus hat. Wir waren jetzt die Tage in Rom und haben da ganz viele tolle Sachen gesehen. Tolle Gebäude, tolle Skulpturen, teure Gemälde, was weiß ich. Und gutes Essen, gute Getränke, alles super. Und wir waren im Petersdom und ich habe mir da alles so angeguckt, ja, schön hier, und bin dann halt in diese Kapelle gegangen, wo ich nicht wusste, was hinter diesem schwarzen Vorhang ist, und bin da reingegangen und da war Jesus in der eucharistischen Anbetung. Und ich bin da geblieben, habe gebetet, habe da den eucharistischen Segen empfangen und habe da auch nochmal Jesus im Stillen natürlich mein Leben übergeben, habe nochmal gesagt, Jesus, ich danke dir, dass ich heute hier sein darf und dass ich hier bei dir sein darf und dass ich dich hier sehen darf in dieser Situation, und habe ihm auch nochmal gesagt, wie sehr ich ihn liebe und wie sehr ich ihn auch brauche. Und das war eigentlich das Schönste, was ich da erlebt habe, nicht die tollen Gemälde, die ich gesehen habe, oder die tolle Aussicht oder die tollen Skulpturen und alles, was da so schön war, dass ich Jesus da gesehen habe, und dass ich da den eucharistischen Segen bekommen habe. Das war wirklich das Allergrößte und das war mein Highlight. Und da habe ich Jesus noch mal ganz besonders mein Leben übergeben. Und das kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen und jedem raten, das zu tun. Wirklich Jesus zu sagen, dass
dass wir dankbar dafür sind, dass er uns so liebt, dass er so ein großes Opfer für uns gegeben hat, dass wir ihn auch lieben dürfen, dass er unserem Leben einen Sinn gibt. Und dann kann man wirklich auf alles andere verzichten, auf diese ganzen weltlichen Dinge, in denen andere ihr Heil suchen. Und dann ist man auch gelassener und ruhiger. Und ich muss jetzt noch ein bisschen mehr versuchen, irgendwelche inneren Verletzungen zu heilen und nicht immer alles so persönlich zu nehmen. Aber ich habe Hoffnung, dass das auch über kurz oder lang klappt. Amen.